Was empfehlen Sie an Möglichkeiten und Hilfen, um wieder aufzutanken, Kraft zu schöpfen? Oder mit anderen Worten, was empfehlen Sie so als Hilfen gegens Ausbrennen? Zum einen, wenn wir diese Techniken einsetzen, wird es weniger stark eintreten als vielleicht in der Vergangenheit. Vorbereitende Information. Zum zweiten müssen Sie etwas finden. Sie müssen nicht, aber Sie können. Was Ihnen Kraft gibt. Bei mir geht das sehr stark über Musik. Ich habe also einige Musikstücke doppelt, dreifach, vierfach, weil ich sie in verschiedenen Räumen oder im Auto oder sonst wo hören will. Ich habe zum Beispiel eine Variation von Country und Western für bestimmte Stellungen, für bestimmte Stimmungen, wo ich Pep brauche. Apropos Stellungen, von wegen Ihrer Assoziation. Fußnote zum Mann, Frau. Er möchte gern viel sehen und nicht viel hören. Sie nimmt mehr über die Ohren wahr, will weniger sehen, dafür was hören. Zum Beispiel seine geliebte Stimme. Ist natürlich dann dramatisch, weil er gar keine Lust hat, sich zu äußern zu dem Zeitpunkt. Weil Männer sind ein bisschen eine Sache gleichzeitig und nicht fünf. Während Frauen das Baby wickeln, telefonieren und nebenbei noch den Kaffee überbrühen. Also können die zum Beispiel auch beim Sex einen Running Commentary geben. Das nur nebenbei. Da kann man sich auch mal verständigen. Also. Ich habe zum Beispiel Country und Western, wenn ich Pep brauche. So ganz bestimmte Lieder, die vom Inhalt her positiv sind, wenn ich Pep brauche. Ich habe bestimmte Sachen von arabischer Musik oder persisch oder solche Sachen. Was ich Ihnen da manchmal eingespielt habe gestern, ist meine neue Kraftquelle. Gefällt nicht jedem. Das ist eine CD, wir werden den Titel bekannt geben, eine neue. Da gibt's ein Stück, da hören Sie nur dieses Didgeridoo-Instrument. Bei den anderen wird ein bisschen dazu gesungen, ist leichter für uns zum Hineinhören. Sie brauchen also, wenn Sie wollen, 2, 3 Musikstücke oder 5, 6, von denen Sie wissen, die geben mir Kraft. Und wenn ich jetzt von einem Seminar zum anderen reise, kann ich mit Kopfhörer überall, selbst im Flugzeug, wobei ich ja mit meinem Wohnmobil fahre, kann ich diese Musik hören. Dann habe ich auch Wortbeiträge. Wenn ich sehr viel gesprochen habe, habe ich dann auch das Bedürfnis vielleicht, was zu hören, also auch Sprache. Aber bitte nichts Neues, weil ich jetzt von einem Seminar zum anderen reise und will mich umstellen. Dann gibt es so vielleicht ein paar Lieblingssachen. Seien das ein paar Gedichte, Kurzgeschichten, Literatur, die Sie lieben, von einem guten Sprecher vorgetragen. Mein Liebling ist Yes Minister. Kennen Sie das? Eine BBC-Serie, in der Politiker und diese Beamtentypen auf wahnsinnig intelligente Weise phänomenal toll auf die Schippe genommen werden. Ist auch hervorragend ins Deutsche synchronisiert worden, für die, die es auf Deutsch... Kommt ab und zu in den dritten Programmen. Wenn es wiederkommt, Yes Minister, Aufbaustaffel, Yes Premierminister, unbedingt mitschneiden und viele, viele Male sehen. Und die habe ich dann auf Soundtrack im Auto zum Beispiel. Und da kann ich stundenlang, da habe ich manche schon 200 Mal gehört, da höre ich immer wieder meine Sprachfeinheit. Wenn Sie wollen, ich habe ein Stück dabei, ich könnte Ihnen einen kleinen Ausschnitt vorspielen. Das sind so Sachen, die mich wieder aufpeppen. Das ist so eine Brillanz von der Sprache her, die Sprecher, die Regie, alles ist Qualität, das strahlt ja aus. Das mache ich so die erste Hälfte der Reise. Und dann beginne ich mich einzustimmen auf die Gruppe, zu der ich hinfahre. Jetzt habe ich erstmal das so ein bisschen ausklingen lassen und dann stimme ich mich ein auf das andere, vielleicht mit klassischer Musik, indischer Musik, solche Dinge. Oder den da, und komme dann relativ frisch dort an. Und noch etwas. Ausgepowert werden, ja und nein. Es ist ja ein Dialog, der stattfindet. Wir erkennen ja die Trainer, die monologisieren daran, dass im Publikum kein Licht ist. Die wollen die Reaktionen ja gar nicht sehen. Wenn es ein echter Dialog ist, selbst wenn viel monologisiert wird, ich gehe ja mit, ich spüre ja, wo sie ab und zu so langsam waren, jetzt reicht's langsam oder so ähnlich. Kommt ja viel rüber, auch die Pausengespräche, die geben mir ja auch sehr viel. So ausgepowert ist man dann gar nicht, wie vielleicht in der ersten Zeit. Je nervöser Sie noch sind bei diesem Thema, dieser Firma oder was immer, desto ausgebrannter sind Sie hinterher, wenn die Gruppe Sie nicht trägt. Je erfahrener Sie sind bei den Themen, haben Sie viel mehr fließende Energie zwischen Ihnen und den Menschen, weil wir ja unter der Decke alle verbunden sind. Das fängt man dann an zu ahnen. Das trägt Sie auch. Einverstanden? Ja.
Weil vorhin, ich hätte nur eine Anregung zu den Trainings im Osten vorhin, was da... Wo sind Sie, wenn ich Sie nicht sehe, hören Sie schlecht. Ja. Eine Anregung, also ich habe etliche Trainings in Ungarn gemacht und habe im Vorfeld die Unterlagen vom Dolmetscher, die ich den ungarischen Mitarbeitern übersetzen lassen und mit ihm das gleich durchgesprochen. So war es für uns beide sehr einfach, im Training dann uns aufeinander abzustimmen. Akustisch nicht gehört, aber Sie haben es gehört. Hauptsache. Ich höre ja etwas schlecht. Mein Name ist Anna Meyer und ich gebe in 4 slawischen Sprachen Live-Seminare. Also können Sie sich an mich wenden. Ah! Ich wollte nur noch mal einen Kommentar dazu abgeben über den Unternehmer und diese kleinen Geschäfte. Es gibt da so einen schönen Spruch, ein Unternehmer heißt nicht deswegen Unternehmer, weil er etwas unterlässt. Und das betrifft eigentlich auch uns hier. Wir reden immer viel von der Ideenbörse und ein paar Leute, insbesondere die auch immer in den Pausen mal gesessen haben, bei denen ist das so ein bisschen angekommen. Und ich wollte nochmal daran erinnern, wenn wir alle mitmachen, dann funktioniert es. Weil das ist auch dieses berühmte Schneeballsystem. Wenn nur 3 mitmachen, dann können wir auch aufhören. Also ich schätze Sie so ein, dass da sehr aktiv mitgemacht werden wird. Davon gehe ich einfach mal aus. Einverstanden? Wollen wir wieder zurück zu Birkenbiel? Ich glaube schon. Gut. Wollen Sie ein ganz kleines Stück Yes-Minister hören? Das ist ein wirklicher Genuss. Wir haben hier folgende Situation, da war er schon Premierminister. Er hat einen Plan vor, einen großen politischen Plan. Der Staatssekretär ist dagegen. Der direkte Berater des Ministers, mit dem redet er am Anfang und sagt, ich habe ihm doch gesagt, Sie sollen das verhindern. Und er erklärt, warum das nicht zu verhindern war. An der Stelle steigen wir kurz ein. Ich bin auf Tape. Was dieser alberne große Plan? Da, ich hatte Sie aufgefordert, das zu verhindern. Wie konnte das passieren? Ich bin gespannt auf Ihre Erklärung. Wissen Sie, Ihnen liegt sehr viel daran. Was hat denn das damit zu tun? Noch nie ist was passiert, bloß weil Premierministern sehr viel daran liegt, Barnett. Neville Chamberlain lag sehr viel am Frieden. Ja, Sir Humphrey, ich verstehe. Er denkt, dass das Stimmen bringt. So, dann wird's ein bisschen schwieriger. Nehmen Sie Platz. Wie kommt er denn darauf? Seine Partei hat eine Meinungsumfrage durchführen lassen. Offenbar sind viele für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Dann lassen Sie eine andere Meinungsumfrage durchführen, aus der hervorgeht, dass viele dagegen sind. Aber niemand kann dafür und dagegen sein, Sir Humphrey. Aber ja, wurden Sie schon mal statistisch erfasst? Ja, nein, vielmehr mein Haus. Aber da ging es um Statik. Bitte. Bernard, Sie wissen, wie das abläuft. Eine nette junge Dame kommt zu Ihnen. Sie wollen natürlich einen guten Eindruck machen und nicht dastehen wie ein Trottel, oder? Nein. Gut, also stellt sie Ihnen ein paar Fragen. Mr. Woolley. Sind Sie beunruhigt wegen der vielen jungen Menschen, die keine Arbeit haben? Ja. Auch wegen der Kriminalität unter Jugendlichen, die immer mehr ansteigt? Ja. Glauben Sie, dass es an unseren Gesamtschulen an Disziplin fehlt? Ja. Glauben Sie, dass junge Menschen ein bisschen Autorität und Führung begrüßen würden? Ja. Dass sie sich einer großen Aufgabe stellen würden? Ja. Würden Sie befürworten, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird? Ich nehme an, man müsste vielleicht... Ja oder nein? Sie wären dafür, Bernard, nach allem, was Sie sagten, können Sie nicht nein. Ja. Und nun streicht man die ersten 5 Fragen und publiziert die letzte. Und die machen das wirklich so? Die Seriösen machen es wahrscheinlich nicht, aber davon gibt es nicht viele. Diese junge Dame könnte auch das entgegengesetzte Ergebnis erzielen. Ja? Wie? Mr. Woolley, sind Sie in Sorge wegen der Gefahr eines Krieges? Ja. Sind Sie in Sorge wegen der ständigen Aufrüstung? Ja. Halten Sie es für gefährlich, jungen Leuten Waffen zu geben und ihnen das Töten beizubringen? Ja. Halten Sie es für falsch, dass man Menschen zwingt, Waffen in die Hand zu nehmen? Ja. Lehnen Sie es ab, dass wir in Großbritannien die Wehrpflicht wieder einführen? Ja. Oh. Tja, da. Das baut auf. Da steckt eine Power drin. Gut, wir kommen zum Schluss. Ja. Kann ich Sie erst sehen, dann höre ich Sie besser. Ja. Also es ist so, Yes Minister wurde im Fernsehen gesendet, wird immer wieder mal gesendet in den 3. Programmen. Ich habe damals mitgeschnitten wie blöd. Wer gut Englisch kann, kann die Original von BBC haben.
Zurzeit ist Yes Premierminister als Video lieferbar, Yes Minister nur als Tonkassette. Wenn Sie aber ein bisschen was im Video gesehen haben und kennen die Typen, kommen Sie, wie Sie ja gerade sehen, mit dem Ton auch klar. Die gibt es von BBC direkt. Wir haben einen Trainerkollegen aus England, der sie für einige unserer Kunden auch importiert. Wir können die Adresse auch bekannt geben, wenn nicht jeder einzeln will. Ein gewisser Mr. Dorbar. Geben wir bekannt, Frau Bergmann notiert, dann können Sie ihn anrufen. Okay. Wenn es in Deutschland mal wieder kommt, müssen Sie quasi selber mitschneiden. Ich kann dem einen oder anderen mal eine Kopie von mir machen, aber offiziell darf man ja nicht. Sie wissen, wie das geht. Deswegen kann ich nicht sagen, Sie kriegen alle eine, komme ich juristisch in Teufelsküche. Aber man kann mit dem einen oder anderen ja dann mal reden. Ne? Okay.